So, nochmal an alle einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem All Eyes on Trust Event. Mein Name ist Daniela Gerezuber, bin seit 18 Jahren bei PwC, leite dort den Bereich Risk Assurance. Mein Name ist Marc Billepp, guten Morgen zusammen und ich bin das Pendant von der Daniela für den Bereich Financial Services. Und wir wollen mit Ihnen heute darüber sprechen, was bedeutet das für die verschiedenen Branchen. Please welcome Rohit für was. Hey. I'm ready to explore the future and to open your minds to the possibilities of what happens next. And welcome John on stage. We're in a new era of digitization. We are right in the middle of it. We're not even at the start, we're definitely not at the end, but we are right in the middle of it. Open a phone, create new communities, agree a set of consensus and rules and governance, and start creating new business operating models. That's the future. Es geht heute darum, dass wir neue Technologie besser verstehen und auch verstehen, wie wir einen Rahmen setzen können, sie sinnvoll und sicher an den Start zu bringen. Ja, ich interessiere mich für das Thema digitale Transformation und insbesondere auch das Thema Vertrauen, was damit beeinträchtigt ist. Als Risikomanager ist es eine neue Themenwelt und da muss man sich auch rechtzeitig mit auseinandersetzen. Und dazu, Hendrik, wirst du uns jetzt Einblicke geben, wie wir uns dem annähern können. Vielen Dank. Das richtige Maß an Sicherheit, das wir schaffen können, um die Systeme möglich zu machen, weil sie sind möglich und wenn wir sie richtig machen, dann liefern sie auch wunderbare Anwendungsfälle. Drones are not only a toy, it's a serious technology. So excited for your presentation, Adam. Stage is yours. Imagine how many permissions it's gonna take to fly a drone from Frankfurt Airport to here. 17. Moreover, Germans are so great that actually there are startups who are specializing in getting those permissions. The drones are able to bring transparency, let's say, to construction process, where every part, whether it's a construction company, workers, financing entity, or owners of infrastructure, can see everything that's happening. Mit dem Stichwort Corporate Digital Responsibility, und dazu wird sie uns jetzt berichten. Herzlich willkommen, Angelika. Wir brauchen eine Corporate Digital Responsibility. Und der Schlüssel ist hier tatsächlich das Gelernte aus der Social Responsibility, das Gelernte, die Instrumente da auch richtig einzusetzen, um eine ganzheitliche Corporate Digital Responsibility im Unternehmen zu etablieren. In meinem Vortrag ging es um eine Corporate Digital Responsibility und zwar konkreter darum, einen ethischen Kompass für das Unternehmen zu entwickeln, um verantwortungsbewusstes Handeln von Unternehmen in der Digitalisierung zu ermöglichen. Ich habe jetzt so eine Zeitreise in die nächsten 20 Jahre gemacht und das fand ich sehr, sehr spannend, inspirierend für alle Branchen. Ich bin jetzt aus der Lifestyle-Branche. Hier sind ja sehr viele Leute aus dem Finanzbereich tätig. Aber ich glaube, der Transfer ist gut. Und es hat mir sehr viele Inspirationen gegeben, auch für meine Kunden. Künstliche Intelligenz bringt enorme Innovationspotenziale mit sich. Gleichzeitig merken wir eine starke Zurückhaltung. Es geht darum, es richtig zu machen, von den Negativbeispielen zu lernen. Und das ist, was wir als PwC im Bereich Responsible AI und Trust in AI mit unseren Mandanten erarbeiten.